Überlegst du vielleicht Jura zu studieren oder studierst du es vielleicht sogar gerade auch im ersten Semester und fragst dich, wie der Stundenplan in anderen Universitäten aussieht? Hi, ich bin Lara. Ich habe dieses Jahr angefangen, Jura zu studieren und mich hat vor dem Studium extrem interessiert, wie eigentlich so der Alltag oder Stundenplan bei Jura aussieht. Denn obwohl es viele Videos auf Social Media zu diesem Thema gibt und auch zum Studium wirklich, wirklich viel zu finden ist, gab es relativ wenig, bis eigentlich fast gar nicht, Videos, in denen Leute wirklich erklärt haben, wie genau eigentlich ihr Stundenplan oder ihr Alltag so aussah. Und mich hat ganz brennend interessiert, beispielsweise wie viel Freizeit man noch hat, wie viele Vorlesungen man besuchen muss und so weiter. Und jetzt habe ich ziemlich viel Klarheit darüber und kann ich heute mal ein Video darüber machen. Ich werde euch ganz genau zeigen, wie viele Vorlesungen oder AGs ich besuchen muss, zu welchen Veranstaltungen ich wirklich noch hingehe und welche ich regelmäßig skippe, was ich noch zusätzlich gewählt habe, was für Grundlagenfächer man wählen muss und so weiter. Und ich erkläre, wie meine Woche immer so aussieht. By the way, falls ihr gerade noch Abitur macht, vergesst auf gar keinen Fall, meinem Kanal hier zu folgen. Denn ich poste nicht nur Vlogs von Jura, sondern habe auch ganz viel Content hier noch zum Abitur. Ich hatte nämlich dieses Jahr Abi gemacht und habe mit eigenen Lernmethoden und Strategien es geschafft, einen Schnitt von 0,8 zu erzielen. Und ich habe das alles hier mitgevloggt und alles mit euch geteilt. Also die besten Lernmethoden, die besten Lernstrategien und Zeitmanagementmethoden findet ihr hier auf diesem Kanal. Ich freue mich total, dass ihr heute hier seid und würde mich auch über euer Feedback freuen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Stundenplan so aussieht, falls ihr auch Jura studiert und wie ihr meinen Plan so findet. Ich würde mich sehr freuen über den Austausch. Jetzt hole ich mein Handy, denn ich weiß natürlich nicht auswendig. Generell vermute ich, dass man eigentlich von jeder Universität auch den Stundenplan online einsehen kann. Ich weiß, es ist bei unserer Uni, also ich bin an der Humboldt-Uni in Berlin, by the way, dass man das da auf jeden Fall sehen kann, dass man immer das Vorlesungsverzeichnis auch transparent runterladen kann. Und wenn ich den Stundenplan für das erste Semester Jura angucke, sieht das Ganze so aus, beziehungsweise die Farben habe ich reingemacht. Normalerweise sind sie nicht farblich, normalerweise stehen da noch ein paar mehr Veranstaltungen. Ich habe nur die Veranstaltungen, zu denen ich nicht gehe, halt weggemacht. Und jetzt kommen wir erstmal dazu, was ich im ersten Semester Jura belegen muss, beziehungsweise jetzt belege. Das ist bei jeder Uni auch ein bisschen anders. Einige Unis machen beispielsweise BGB-AT im ersten Semester und dann Schuldrecht-AT im zweiten Semester oder machen einen Teil von Schuldrecht-AT im ersten Semester und den nächsten Teil im zweiten Semester. Habe ich zumindest so mitbekommen. Und die HU macht es aber so, dass wir komplett BGB-AT und Schuldrecht-AT beide Module in einem Semester, also beide jetzt im ersten Semester machen. Deswegen es ist ein bisschen anders, deswegen haben wir auch mehr Zivilrecht als andere Unis. Das könnt ihr einfach mal gucken. Aber im Großen und Ganzen habe ich mitbekommen, dass alle Unis relativ ähnlich machen wie der Stundenplan, den ich euch jetzt zeige. Und zwar beginnt es damit, dass ich Strafrecht habe. Da machen wir gerade Strafrecht allgemeiner Teil und davon auch den ersten Teil. Das sind wirklich die absoluten Basics. Das ist auch aktuell noch gar nicht so anspruchsvoll. Es ist halt sehr viel zum Auswendiglernen, habe ich persönlich das Gefühl. Und Strafrecht habe ich 4 Wochenstunden. Dann haben wir auch noch Zivilrecht. Wie gesagt, machen wir da BGB-AT und Schuldrecht-AT. Und wir haben das Ganze 6 Stunden die Woche, also 2x3 Stunden. Wie gesagt, andere Unis haben das vielleicht weniger, denn an der HU machen wir Schuldrecht-AT auch schon komplett im ersten Semester. Strafrecht, Zivilrecht und dann habe ich noch öffentliches Recht. Da machen wir aktuell Staatsorganisationsrecht. Andere Unis fangen auch mit Grundrechten an, aber wir haben Staatsorga. Und das habe ich auch 4 Semesterwochenstunden, also 4 Stunden in der Woche. Zusätzlich dazu muss ich noch zu jedem dieser 3 Rechtsgebiete auch eine AG, also eine Übung heißt, glaube ich, auch bei einigen Unis besuchen, indem wir dann einfach diesen abstrakten Stoff konkret anwenden in der Fallbearbeitung. Also wirklich immer einen Fall lösen, den bereite ich dann vor und dann lösen wir ihn in der AG, dann muss ich ihn nachbereiten. Ich habe auch eine AG pro Rechtsgebiet in der Woche und die geht dann auch 2 Stunden. Also habe ich nochmal 2 Stunden Strafrecht, 2 Stunden Öffrecht und 2 Stunden Zivilrecht. Zusätzlich dazu habe ich auch noch Grundlagenfächer. Man muss nämlich auch noch einen Grundlagenschein absolvieren. Im systematischen Bereich habe ich mich für das Fach Rechtssoziologie entschieden. Finde ich auch sehr spannend und bereue meine Wahl absolut nicht. Und im historischen Bereich habe ich mich für römisches Recht entschieden. Bin auch wirklich zufrieden damit. Also ich hätte keine Wahl anders treffen sollen. Das war sehr gut. Ich habe meine Klausur noch nicht geschrieben, aber ich schreibe meine Klausuren nächsten Monat. Und fühle mich aber relativ sicher und gut damit, dass ich diese beiden Fächer gewählt habe. Man hätte auch noch beispielsweise Verfassungsgeschichte wählen können. Neuere Rechtsgeschichte gab es noch. Methodenlehre als systematisches Fach. Und es gibt immer so jedes Semester verschiedene Angebote. Dann bleibt aber noch ein Block übrig in meinem Stundenplan. Und zwar ist das mein Tutorium. Das habe ich nur alle 2 Wochen und dann auch nochmal 2 Stunden. Übrigens ganz kurz dazu, wenn ich jetzt sage 2 Stunden, sind das immer nur 90 Minuten, weil das akademische Viertel nicht einberechnet wurde. Sprich, wenn man sagt, es beginnt um 10 Uhr, beginnt es eigentlich erst um 10.15 Uhr. Und wenn man sagt, es endet um 12 Uhr, endet es eigentlich um 11.45 Uhr. Und oh mein Gott, warum ist mein Ohr so hell?
Das Tutorium ist ein Angebot von meiner Uni, bei dem Leute aus höheren Semestern, meine Tutorin ist gerade im Rep, einfach uns erst dies ein bisschen an die Hand nehmen, uns Fragen beantworten und den Stoff nochmal langsamer und verständlicher quasi durchgehen. Also wir dürfen uns immer aussuchen, was wir machen wollen in der nächsten Woche. Wenn uns auffällt, wir können noch nicht so gut den Gutachtenstil anwenden oder so, dann können wir das unseren Tutoren einfach schreiben und dann geht es mit uns auch mal durch. Also das ist wirklich einfach super, wenn man so eine Person hat, auf die man sich verlassen kann, die alles nochmal verständlicher, einfacher, simpler erklärt, was etwas mehr auf Augenhöhe, bisschen intimer ist und es macht sehr viel Spaß, da alle 2 Wochen hinzugehen. Zudem haben wir auch im Tutorium beispielsweise schon Probeklausuren geschrieben und unsere Tutorin korrigiert dann unsere Gutachten. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, sowas wahrzunehmen, falls es bei euch auch so ein Angebot gibt. Und um das Ganze jetzt zusammenzufassen, kann ich sagen, ich bin montags dann von 10 bis 16 Uhr an der Uni. Am Dienstag wäre ich von 8 bis 18 Uhr an der Uni. Mittwoch von 9 bis 18 Uhr. Donnerstag von 9 bis 14 Uhr. Und Freitag habe ich nur eine Veranstaltung, nur von 10 bis 12. Jetzt muss ich dazu aber sagen, ich gehe mittlerweile nicht mehr zu allen Veranstaltungen, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr viel effektiver und schneller lernen kann, wenn ich mir Dinge selbst erkläre und sie einfach anders lerne, als es in Vorlesungen gemacht wird. Denn Vorlesungen sind ein sehr abstraktes Wissen und einige Vorlesungen machen mir extrem viel Spaß. Beispielsweise gehe ich super gern zu römisches Recht, weil die Vorlesung wirklich richtig top ist. Es macht sehr viel Spaß, da zu sein. Man versteht das super. Das ist einfach super effektiv. Ich merke aber in anderen Fächern, beispielsweise jetzt in den dogmatischen Fächern, hilft es mir mehr, wenn ich beispielsweise ein Fallbuch nehme und Fall durcharbeite, dann die Probleme sehe und dann diese Probleme nochmal nachschlage in einem Lehrbuch. Am Anfang hatte ich wirklich viel Angst, nicht zu Vorlesungen zu gehen, weil ich mir dachte, ich verpasse einfach irgendwas. Aber ich habe mit ganz vielen Leuten darüber geredet, auch anderen Jurastudenten, auch Leute, die hier auf TikTok und YouTube und so zu finden sind. Vielleicht kennt ihr die Jura-Bubble so ein bisschen. Und alle haben mir gesagt, ey Lara, chill, sei mutig und trau dich, nicht zu Vorlesungen hinzugehen. Und ich bin wirklich froh, dass ich das sehr schnell beherzigt habe und sehr schnell so gemacht habe, weil ich glaube, ich habe dadurch extrem viel Zeit gespart. Denn man muss es so sehen, dass Vorlesungen nur ein Angebot sind der Uni. Wenn zum Beispiel die Art, wie der Professor oder die Professorin lehrt, nicht die Art ist, wie du Dinge verstehst, dann finde ich persönlich es auch nicht schlimm, wenn du nicht hingehst und dir das Anlass irgendwie beibringst. Ich persönlich versuche trotzdem so viel wie möglich wahrzunehmen, weil ich sehr gerne in die Uni gehe und ich es auch sinnvoll finde. Gerade die AGs sind wirklich essentiell meiner Meinung nach, um den Stoff richtig zu verstehen und richtig anwenden zu können. Aber ich finde auch, wenn ich jeden Tag von morgens bis abends in der Uni bin und dann nach Hause komme, habe ich halt keine Kraft mehr und keinen Bock mehr, abends was zu machen. Und wenn ich dann merke, hey, die Vorlesungen, die ich irgendwie 4 Stunden hatte, bringen mir nicht viel, dann komme ich ja nicht voran. Also dann lerne ich ja nichts. Und deswegen mache ich es aktuell so, dass ich eigentlich nur 3 Tage von den 5 Tagen effektiv in der Uni bin und an 2 Tagen zu Hause bin und da zum Beispiel nur abends eine Online-Vorlesung anhöre, weil netterweise einige Professoren auch ihre Vorlesung online über Zoom übertragen. Und es passt für mich super, weil ich habe nämlich einen sehr langen Fahrtweg. Also ich muss am Tag 3 Stunden fahren zur Uni. Und das Ding ist halt, ich wohne in Berlin. Also ich brauche 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Und es freut mich einfach sehr, wenn ich mir in einem Tag den Fahrtweg so ein bisschen sparen kann. Es ist wirklich krass, weil ich habe nur noch 1 Monat Vorlesungen. Dann habe ich meine Klausuren und dann ist einfach das erste Semester schon zu Ende. Es vergeht so schnell, es ist echt krass. Ja, das war mein erstes Semester. Es kann sein, dass sich meine Meinung noch ein bisschen ändert in den nächsten Semestern. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, falls ihr auch schon länger studiert oder es vorhabt zu machen und eure Meinung einfach generell mal teilen wollt. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Vergesst nicht zu abonnieren für weitere Videos und dann hoffentlich bis ganz bald. Bis dann, tschüss!